Nach seinem Debüt in der Bundesliga hat Alexander Nübel die nächste Feuerprobe überstanden. Im Hexenkessel des Türk Telekom Stadions von Galatasaray Istanbul debütierte der U21-Nationaltorhüter des FC Schalke 04 in der Champions League. Von der Atmosphäre zeigte sich Nübel beeindruckt, weiß aber auch, dass er solche Momente nicht mehr allzu lange genießen darf. Die Gründe dafür haben allerdings nichts mit Nübels Leistungen zu tun. Wie schon bei der 0:2-Niederlage gegen Werder Bremen war er zur Stelle, wenn es brenzlig wurde, und parierte die wenigen Torschüsse des Gastgebers sehr gut. Auf der anderen Seite erwischte Fernando Muslera jedoch ebenfalls einen herausragenden Abend, weshalb die Partie trotz des Chancenwuchers für S04 mit einem torlosen Remis endete. Trainer Domenico Tedesco ließ im Vorfeld der Partie die türkische Atmosphäre in der Heimarena von Galatasaray simulieren, weshalb alle Beteiligten wussten, was auf sie zukommt. Die Atmosphäre im Stadion, diese Pfiffe, das war ganz schön übertrieben, aber geil, so Nübel laut Kicker. Er habe bereits während des Aufwärmens eine Gänsehaut verspürt, weshalb er nicht nur die 90 Minuten auf dem Feld, sondern den kompletten Abend genießen konnte. Erstmals auch im Europapokal auf dem Rasen, Torwartjuwel Alexander Nübel. Ohnehin wollte er die Leistung nicht durch das Ergebnis schmälern lassen. Wir haben insgesamt die Ruhe bewahrt und standen hinten top, das war ein überragendes Spiel von uns, freute er sich über die fast perfekte Reaktion auf die 6. Niederlage in der Bundesliga. Für Nübel waren es ein paar intensive Tage, nachdem sich Stammtorhüter Ralf Fährmann vor der Partie gegen Werder beim Aufwärmen verletzte und somit zunächst ausfiel. Wie lange er noch fehlen wird, ist unklar, doch Nübel weiß ohnehin, der Ralf ist die Nummer 1, ich bin der Vertreter. Soll heißen, wenn er also wieder fit ist, dann spielt er, das ist doch klar, allerdings dürfte er sich von dieser Konstellation nicht von seinem Weg abbringen lassen. Bei der U21-Nationalmannschaft zeigten Nübel konstant gute Leistungen, auch in seinen beiden Einsätzen für Schalke konnte er überzeugen. Punkt. Die Verantwortlichen wissen um das Talent des 22-Jährigen, weshalb er den Knappen wohl noch lange Zeit erhalten bleiben wird.